Hallo und willkommen zurück bei Ixiom. Wir werden jetzt springen. Wir haben genug Zeit geschindet. Es wird Zeit. Während der 0,5-Zyklung Ladung die gesamte Menge 0,5. Gut, wir haben mehr Energie als das. In accordance with Frau Stanford procedures, all ships must return to the Tycoon before Volt Jump initiation. Alle sind zurück. Hier sind. Ach, das sind die Batterien. Okay. Hier haben wir relativ viel, da wenig. Ixion Engine ready. Auf geht's. Full jump complete. Running preliminary diagnostics. Severe hull damage has been detected following self-similar traversal. Hypothesis. Each vol jump causes irreversible damage to the Tycoon structure. Predictive modeling suggests that four more vol jumps are possible before the Tycoon breaks apart. New mission objective established. The Protagoras possesses coordinates of the habitable exoplanet Remus. We must find the Protagoras in order to reach our destination. Okay, das hat nicht wirklich viel abgezogen. Die Batterien haben durchgehalten, aber ja, ich kann noch viermal springen. Schade. Ich dachte, wir könnten, das wäre so ein Endlos-Ding, ne? Weil ich weiß nicht, ob ich in vier Sprüngen die anderen Sektoren noch reinnehme, ne? Weiß ich ehrlicherweise nicht. Trainiere 30 Kolonisten, das muss ich erstmal forschen. Aber gut. Wir haben jetzt ja Drohnen, die können wir jetzt alle rausballern. Erstmal Forschungsschiff. Rüber hier. So. Alter, was ist denn hier passiert? Gucken wir mal im nahen Umfeld, was hier so ist. Hier ist was. Questobjekt. So. Sensoren haben einige ungewöhnliche Messwerte auf der Oberfläche von Falcon 74 aufgezeichnet. Die Entsendung eines Untersuchungsteams könnte uns mehr über die Geheimnisse des Universums verraten. Hier spricht die Besatzung der Tesla. Wir sind auf Falcon 74 gelandet. Die Schwerkraft beträgt etwa 4,57 Meter pro Quadratsekunde. Ungefähr die Hälfte. Die Atmosphäre ist korrosiv. Ohne Schutzraum schätzen wir unsere Überlebenszeit auf 2 Stunden und 27 Minuten. Am Ort der Anomalie fanden wir einen riesigen Geysir, der Gas ausstößt, der sich bei Kontakt mit der Atmosphäre des Planeten sofort zu kubischen Partikeln festigt.
Ja, wir errichten eine Infrastruktur. Und wir nutzen ihn hier. Haben wir schon die nächste Sonde? Nee. Wir werden natürlich das System auch wieder gut ausbeuten. Das ist der Plan. Administrator, a new request awaits your attention. Alles klar. An accident has occurred in the Tycoon. Ja, kann ich nichts dran ändern. So, hier ist das nächste, aber das Forschungsschiff ist ja noch dran. So, haben wir die nächste Sonde? Immer noch nicht. Was dauert denn da so lang? Ah, guck mal hier. Die Besatzung hat das Gefühl, dass ihnen ihre Lebensqualität wichtig ist. Die Tatsache, dass sie neben ihren zahlreichen Verpflichtungen die Zeit haben, für Unterhaltung zu sorgen, lässt einige von ihnen glauben, sie wären nicht menschlich, sondern vielleicht eine neue Generation von PA. Eine genetisch überlegene Wesen. Wir wissen beide, dass dies Unsinn ist. Okay. Vertrauensbonus plus 10. Ja, das ist doch schön. So, was haben wir hier? Administrator, die Typhoon hat das Sonnensystem verlassen. Die Besatzung ist überzeugt davon, dass sie nie wieder die Sterne ihrer Heimat sehen werden. Dies notwendige Schritt wird bedauerlicherweise tot der Erkrankte stecken. Ey. Die gehen mir so auf den Sack. Ja, die sind jetzt unzufrieden. Die kriegen hier gar keinen Mali dafür. Weil die Hauptunterkunft Quartiere sind, aber hier halt nicht. Die sind unzufrieden. Alter, wie ärgerlich. Aber ich weiß halt nicht, welche für Industrialisierung ist. Krieg das aber niemals kompensiert. Wir bauen es einfach. Was soll der Geiz? So, die Sonde ist ready. Genau, mehr Forschungsdaten bitte. Irgendwo hier sind Forschungsdaten. Hier. Die sind noch am Bauen. Aber wir bereiten ja nur mit den Sonden schon mal vor. Wir haben ja Ressourcen gesammelt vorher. Deswegen ist das ja kein Problem. Wir müssen nur ein bisschen auf die Nahrung achten. Sehr gut. Im Schutz der errichteten Infrastruktur konnte das Team die Tesla wurde in Bezug auf die Geysire und deren Niederschlagsphänomene vollkommen aufgestellt, was wertvolle Missionsdaten lieferte. Perfekt. Administrator, a new request awaits your attention. Ja, was habt ihr denn jetzt schon wieder? Ne?
Die Besatzung ist besorgt über die zahlreichen uns bisher unbekannten Gefahren, denen wir im Weltraum begegnen. Sie sehen sich noch der Gewissheit und die Erkundung des Immortensystems sicher durchgeführt werden kann. Es wird keiner sterben. Haben wir die 400 schon erreicht? Nee. Warum sind denn dann hier so viele Leute? Schick mal die da rüber. Rüber mit denen. So, nächste Sonde. Dahin. Auf jeden Fall kann hier die Forschung jetzt mal schön durchgeballert werden. Population transfer complete. Hier, ich hau den hier rein, um das nochmal zu verstärken, dass keiner wirklich stirbt. Ich hoffe, das erkennen die an. So, dann könnt ihr jetzt mal hier hinreisen. Das Exoskelett ist durch. Das ging aber schnell, das Exoskelett. A science ship has arrived at its destination. Ich kann das tatsächlich später hier verstärken, aber jetzt noch nicht. Prozent mehr Ressourcen. Reparieren Gebäude nun automatisch. Das klingt sehr geil. Aber ich mache mal die Abfallproduktion rein. Danach mache ich Fusionsding, Getreidefarm. Und dann mache ich die Siedlung. Und dann können wir wieder mal gucken, ob wir was upgraden. So, etwas fürs Bergbauschiff wäre natürlich auch nicht schlecht. Hier war doch eben was mit Eisen noch. Sonst holen wir erstmal das viele Kupfer. So, was haben wir hier? Unsere Sonden hat ein Notsignal entdeckt, das von einem Asteroiden stammt. Wir haben Asteroiden erreicht. Das Bergbauschiff trieb in der Nähe. Offenbar wurde es von einem sich schnell bewegenden Objekt durchbohrt, was den Pilot sofort tötete. Äußere Markierungen lassen daraus schließen, dass die Shepard ein Bergbauschiff der Protegos war. Extrahiere Navigationsdaten. So, dann haben wir hier Wasser und dann können wir da die Getreidefarm machen. Haben wir schon die nächste? Ne, haben wir noch nicht. A probe has completed its scan.
So, wie sieht's hier aus? Die sind mittlerweile glücklich. Schön. Freut mich. Ah, die Kyro-Kapseln sind fast durch. Mehr Arbeit. Ja, wir müssen einfach mehr Leute arbeiten, ne? Ich würde ja am liebsten die Nahrung hier rausnehmen. Vielleicht kann ich das. A science ship team has completed a task. Jetzt fehlen immer noch welche. Boah, geil. So. Untersuchen wir den Grund. Aber nicht draufgehen dabei, ne? Wir brauchen vor allem Forschungsdaten. So, habe ich hier noch was zum Minen? Hier ist noch ein bisschen Kupfer. Brauchen wir gerade nicht. Hier wäre Wasser und... Ha. Hier ist was drin, aber ich glaube, dafür müssen wir erstmal was forschen. Hier war doch gerade Silizium, habe ich doch gesehen. Hier sind auf jeden Fall harte Ressourcen. Hier ist was. An accident has occurred in the Typhoon. Alter, dann nehmen wir die hier raus. Da geht direkt die Forschung, die Dings wieder runter. Ach, sieh mal an, Eisen ist leer. Dass ich das mal erleben darf, dass Eisen leer wird. Okay, was wollt ihr? So, einige Besatzungsmitglieder beschweren sich über die hohe Rauch- und Lärmbelästigung in Sektor 2. Das Wohlbefinden der Besetzung ist eine Voraussetzung für den Erfolg der Mission. Es muss gegen eine effiziente industrielle Produktion abgewogen werden. Das können wir uns nicht leisten. Shepard wurde absichtlich von einem Projektil getroffen. Nach ihrer Untersuchung fand das Team der Tesla Fragmente einer Hülle mit dem Emblem der UNO und mit dem Wort Etemenonki, Monkey. Okay. Also anscheinend sind die auch hier.
Naja, hier können wir auf jeden Fall nochmal schön Forschungsdaten rausziehen. Perfekt. Warum sind denn hier wieder Leute? Die sollen doch alle da rüber gehen. Oh. Wir sind über am Limit. Neocont protocols have identified a new planet suitable for our colonization test program. Hat er die jetzt hier schon leer genuckelt? Anscheinend schon. Ja, dann hol mal den 30er da raus. So, nächste Probe. Wir brauchen nochmal Eisen. Nochmal eine Eisensonde. Dann geh hier hin. Ein Planet für Kolonisierung, der hier? Hm. 7 Können es mal ausprobieren. Ah, das müssen wir forschen. Müssen wir erstmal die Forschung holen, aber erstmal hier Getreide farmen und dann können wir von mir aus Siedler machen. Weil ich eigentlich die Feuerwehr haben wollte. Genau, hier erstmal die Forschung rausknallen. Zieh die da raus. So, Fabriken. Dann werden die da überarbeitet. Ich würde sagen, das bauen wir dann doch nochmal. Scheiße, das Ding ist riesig. A probe has completed its scan. Das Ding ist riesig. Hier ist auf jeden Fall einiges zu meinen. So, mehrere Sensoren haben widersprüchliche Messwerte in Bezug auf den Coriolis-Effekt auf Parenti 58 aufgezeichnet. Hier spricht die Besatzung der Tesla. Wir sind in der Atmosphäre von Parenti 85 eingetaucht. Die Erkundungsausrüstung wurde eingesetzt. Doch die Schwerkraft des Planeten könnte unsere Mission erschweren. Die Sichtweite ist gleich null. Atmosphärische Korrosionsfaktor sind vernachlässigbar. Ja komm, wir bauen eine... Wir knallen das rein.
Boah, ich glaube, es wird langsam Zeit für Sektor 3, ne? Für die Müllaufbereitung müsste ich die beiden wegreißen. Deswegen warte ich jetzt gerade eigentlich auf den hier und den hier. Noch eine Siliziumdrohne vielleicht. Alter, die Integrität ist ziemlich hoch. Aber es sieht so aus, als müsste ich wirklich noch die dritte Dings aufmachen. Oh nein, ey. Hallo, Sektor 3? Ich kann ihn gar nicht anklicken. Also ich könnte Sektor 6 aktivieren, aber was ist mit Sektor 3? Ah, jetzt geht's. Puh. Also kommt dann doch hier Wasserproduktion hin und Nahrungsproduktion? Nochmal? Oh Mann, ey. Fehlt noch an Eisen. Naja, hier wäre noch genug, aber hier muss noch befüllt werden. Naja, ich will noch eine Müllaufbereitung. Warning. A sector is being overworked. Ah, oh, scheiße, da habe ich gar nicht gedacht. Shit.
Flagship Team has completed a task. So, was? Ah, sehr schön. Mehrere Untersuchungen zeigen diverse Phänomene auf Parenti, die scheinbar trotzen. Es wurden außerdem Partikel entdeckt, die charakteristisch für den selbstähnlichen Raum sind. Sie spielen eindeutig eine wichtige Rolle in dem komplexen Kräftegleichgewicht auf Parenti. Oh, sehr schön. Ganz schön viele Forschungsdaten. Perfekt. Das, was ich brauche. An accident has occurred in the Tycoon. Gut, dann bauen wir hier jetzt mal den Speisesaal hin. Eine Krankenstation. Ein paar Gebäude. Damit die sich wohlfühlen. Kann ich hier auch direkt so ein Stabilitätsding hinbauen? Scheiße. Passt nicht mehr rein. Verdammt. So, was haben wir hier? Okay, zack. Was haben wir hier? Nichts. Was haben wir hier? Hat alle. Okay, was haben wir hier? Reparieren. Ja. Schön. So, was haben wir hier? Gut. Dann einmal Legierung. Wir sind hier in Sektor 3, ne? Boah, das ist auch so riesig. Würde perfekt hier reinpassen. Genau, wir müssen jetzt erstmal hier Halden bauen. Fehlt noch eine Straße.
Schade, dass die nicht so viele Ressourcen haben wie das Anfangsgebiet, ne? Aber gut, so ist es. Jetzt hier das Wasser hinmachen kann? An accident has occurred in the tycoon. So, ich glaube, das war eine 90. Ich glaube, hier sind zu viele. Das heißt, 5 zu Sektor 3. Rüber mit dir. Was ist mit dem? Sektor 2. Da können noch ein paar hin. Es wird hier wieder alles so anstrengend. Gut, dann gehen wir mal hier hinten hin. Nächste Drohne. Silizium wäre geil. Population transfer complete. Interessant, dass hier die Stahlplatten voll sind. Vielleicht kann ich auch die Müllverarbeitung hier hinbringen, aber eigentlich will ich die ja hier hin haben. No more resources available to mine. Ich baue das dann hier genauso wie drüben. A probe has completed its scan. So. Has arrived at its destination. Hier ist noch was. Genau, hol die Forschung da raus.
So, was haben wir denn hier? Unsere Sonde hat unter der Oberfläche des Planeten Hohlkammern entdeckt. Aus diesen Kammern empfangen wir Signale, die spezifisch für starke nukleare Reaktionen sind. Wir sind auf Plymouth 37 gelandet. Die dichte Atmosphäre lässt kaum Licht hindurch. Geologische Strukturen auf der Oberfläche des Planeten gleichen riesigen smaragdgrünen Wellen, die in der Zeit gefroren schienen. Wir haben einen Hohlraum lokalisiert. Wir machen wieder eine Infrastruktur. Wir gehen sicher, dass keiner drauf geht. An accident has occurred in a typhoon. Ob wir hier jetzt auch noch mal ein Dings brauchen, glaube ich nicht. Aber wir holen echt die Wasserproduktion hier rüber. Oder? Ja, dann müsste das Wasser von hier nach da drüben transferiert werden. Oder wir setzen hier auf Wasser. Dann müssten wir aber hier... das Wasser wieder holen. Während wir das hier auf Min setzen. Und wir müssten jetzt erstmal den hier wegmachen. A new request awaits your attention. Oh. Ja, wir versuchen's. Wir versuchen's, wir sind dran. Ich meine, Forschung haben wir ja bald. Können mal gucken, ob der hier, wie es aussieht. Der braucht noch 4. Aber gut, dann können wir das abbauen, machen hier die Wasserproduktion hin. Ich kann hier gerade mal die Elektronik hinmachen. Machen wir hier mal aus und hier auf Min. Da müsste jetzt alles eigentlich hier rüber kommen. Gut, dann machen wir die hier wieder an. Machen wir 50-50. Hier auch. Legierungen auch. No more resources available to mine. So, dann müssen wir das jetzt eigentlich haben.
Der wird gebaut, dann wird es denen auch zufrieden gehen. Also nach Plan. So, wie viele Leute haben wir hier zu viel? Wir könnten, da haben wir, boah, hier fehlen aber einiges Leute, ne? Also wir können hier ein bisschen transferieren. 50 Stück. Können zu Sektor 2. Weil wir brauchen hier gar nicht so viele Arbeitskräfte. Na komm, wir schicken die erstmal rüber. Population transfer complete. Nun gut. Wie sieht's mit denen aus? Sind die fertig? Immer noch nicht. Aber hier kann ich jetzt das Wassergebäude bauen. Okay, hier kann ich alles abreißen. Perfekt. So. Abfall. Machen wir Abfall hier hin. A science ship team has completed a task. Ich kann auf jeden Fall nochmal eine Außenbordschleuse hin. Leider. So, passt jetzt noch die Abfallanlage hier rein? Natürlich nicht. So, hier kommt jetzt Abfall hin. So, unser Team konnte bei den vielen Kristallen unter der Oberfläche. Im Inneren dieser gigantischen Geoden befindet sich riesige Kristalle in toxisch und ätzenden Gasen getaucht. Trotz der gefährlichen Bedingungen der disruptiblen durch die Natur der Höhle kam es zu keinen Zwischenfällen. Das Team konnte neue Schlüsse über unterirdische nukleare Aktivitäten und deren Einfluss auf die Formation kristalliner Strukturen machen. Sehr gut. Ja, untersuch mal. Wir machen neue Probe. Wir brauchen Silizium. Administrator, a new request awaits your attention. So, wo wollt ihr einen Request haben?
So, im Sektor haben wir jetzt 40 Wasser. Aber wo ist denn der Request? Hier. Überstunden, okay, das heißt, ich muss Leute darüber bringen. So, rüber mit euch. So, alle Standardbehausung war nichts weiter als eine optische Täuschung. Dann verlass mal. So, wir haben die Getreidefarm. So, die Getreidefarm. Darum geht's ja eigentlich. Das heißt, wir reißen den und den ab. Hey! So, die werden jetzt abgerissen und dann kommen die Getreidefarmen dahin. So, der scheint fertig zu sein. Dann rüber hierhin. Nächste Drohne. So, die haben hier immer noch mehr Arbeit. Hier fehlen ungefähr 4 Leute. Has arrived at its destination. So. Ja, sammel. Was haben wir denn hier? Sondenscans haben einen Notruf auf einer Dolos-Frequenz aufgefangen. Doch das Übertragungsprotokoll unterscheidet sich von dem der Typhoon. Und ihre Hilfsschiffe, es scheint sich hier eine Möglichkeit zu ergeben, ein vorübergehendes Ablaufen der starken Winde zu verschaffen. Vorübergehende Abflaute der starken Winde verschaffen uns eine freie Zone, in der wir agieren können. Wir nutzen die nachlassende Windgeschwindigkeit, um zu landen. Die Schwerkraft ist sehr stark. Mehrere unserer Messinstrumente sind ausgefallen. Trotz der extrem feindlichen Umgebung bereiten wir einen Einsatz zum Signalstandort vor. Oh, wir machen hier die gesamte Besatzung in Exoskeletten. Haben wir freigeschaltet. Machen wir. So, einmal bitte noch Eisen.
A ship has been destroyed by a space weather event. Was? Ist durch ein Weltraumwetterereignis zerstört worden. The crew's trust in your leadership is falling. Was für eine Überlastung. Warning. A sector is being overworked. Hä, was ist denn jetzt hier los? Population transfer complete. Power restored. Okay. Dass so schnell wieder die Power ausgeht, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Boah, das ist teuer. Aber wir können uns das leisten. Incident has occurred in the Tycoon. A probe has completed its scan. Power supply overloaded. Wir sind schon wieder. A science ship team has completed a task. Power restored. So, jetzt müssen wir aber Abfall irgendwo lagern. Ein Siedlungszentrum. Boah, Alter, jetzt geht mir doch nicht auf den Sack. Power restored. So, einmal bitte Abfall. Jetzt habe ich hier so ein Abfallding und es bringt mir nichts. So, wir haben die Quelle der Signalüberwachung erreicht und das Frachtschiff unbekannter Klasse gefunden. Das ähnelte, dass wir... Es steckte in der Felswand unterhalb des großen Felssprungs. Das starke Winde machen den Ort sehr instabil. Das können wir versuchen, aber es ist gefährlich. Wir probieren es trotzdem.
Verstehe. Sekunde. Wir meiden diesen Bereich. Weil da mussten die da durch. Aber gut, ich würde sagen, das war es jetzt auch erstmal für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.